Willkommen zurück zu meinem Flugsimulator. Heute habe ich mal 3D-Ansicht genommen hier. Ja, eben ist mir der Rechner abgestürzt bei der letzten Aufnahme. Hier ist noch Stifthalter dran. Das sah auch schon mal schön aus. Ja, das ist hier die King's Air im 3D-Look. Hinten habt ihr so einen schönen Tisch da. Könnt ihr ein bisschen was essen, wenn ihr wollt. Ich schaue mal für das Flugzeug von außen an. So sieht's aus. Ja, wenn man hier so bewegt. Kann man jetzt hier auch die Flügel sehen, wie sich bewegen, die Flossen. Und hier kann man hinten noch bewegen, ne? Das ist wunderschön alles. Und hoch und runter, seht ihr auch, das funktioniert auch alles. Das sieht doch alles schon mal gut aus. Wir gehen hier rein, in die 3D-Ansicht. Und wir wollen auch gleich mal starten. Nicht, dass wir zu spät kommen. Schon mal ein bisschen Gas geben, Bremse lösen. Und Vollgas. Wir wollen ja nicht zu spät kommen. Ja, ich habe hier einen Flugplan eingestellt. Ich hoffe, ich kriege das hin. Alles so ganz klappt, wie ich das möchte, aber ich weiß es nicht. Und wir sind schon auf 80. Wir können Take-Off machen. Davor ist ein Helikopter. Schauen wir von außen an. Wir heben ab. Yeah. Ich würde sagen, wir fahren jetzt die Reifen rein. Das Fahrwerk. Dafür drücken wir auf das G. Für Gear. Und da fährt es rein. Dum, 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 dum. Ja, die Häuser sehen sehr schön aus hier, vor allem so einigermaßen realistisch, auch mit dem Straßenverkehr hier. Das hier die Straße auf hier. Und wir gehen mal in die Innenansicht wieder rein hier. Wir sind jetzt auf der grünen Linie, da soll ich lang fliegen. Mal gucken, ob ich das kriege. Ja, letzte Aufnahme hat sich irgendwie mein Rechner vom festgefahren. Hier sind Stromleitungen, also vorsichtig unter uns, nicht die Füße raushalten jetzt. OpenStreetView wird hier benutzt. Für dieses detaillierte Straßennetz und Umgebungsnetz. Es gibt natürlich noch diverse Add-ons, wo man noch realistische Häuser und so haben kann. Dass die wirklich gut aussehen. Ja, wir fliegen jetzt mal hier am Rhein lang. Wir sind in Mannheim gestartet. Und dort sehen wir so, wie man so einen Zeitfliegenflug hier am Rhein lang. Sieht alles sehr schön aus hier auf dem Wasser und so. Auf hier Eurotrack-Simulator, wenn man die Autobahn und Landstraßen sieht hier. Wenn sie so echt detailliert werden wie in echt auch hier. Wenn man hier viele Straßen abfahren kann. Und wie entferne ich mich von dem Punkt? Ja, meine Karte habe ich noch nicht richtig rausgefunden. Das so richtig einstelle hier 6,2, ich soll auf 1, 2, 3 gehen hier, aber bin ich doch so ein anderes Ding hier, wenn ich nach rechten muss hier. Ja, wir fahren mit zwei Propellermaschine, zwei Motorigen 6,7, ich gehe höher, ich muss hier herankommen. Ja, sehr viele Schalter und Knöpfe hier, wie man sieht. Autokombination, wie geht das an hier? Wie stellt man das ein?
Kommunikation geht nicht an irgendwie, aber... Gute Frage, nächste Frage. Autos, Buckre, Audio, Meter geht nicht an. Ja, da muss ich mir reinfuchsen, hier habe ich mit dem Autopilot funktioniert hier richtig. Was ist los? Was willst du von mir? ADF? Ja, Rettungswagen kommt schon an hier, die Polizei, weil ich hier so doof liege. Wie ihr gut gehört habt, das ist die Höhe. Flugzeuge sind einfacher mit der Bedienung hier mit Autopilot, andere sind ein bisschen schwerer. Vor allem, ich muss noch richtig reinfuchsen, wie es richtig funktioniert hier. Wie verschiedene Knöpfe hier. Und ich weiß nicht. Auf jeden Fall entferne ich mich von diesem Punkt hier weg. Hier 12,6. 12,7. Ich schaue mir jetzt den Autopilot 100%ig an hier. Frage, ne? Kann auch nichts machen. Schauen wir auf die einfache Sicht wieder hier, vielleicht kann man da besser einstellen. Glaube ich. Hier kann man nichts einstellen. Oh, ich bin zu niedrig wieder hier. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen hoch und niedrig hier. Ja, wie macht man hier Autopilot an, Leute? An hier oder was? Das ist die Höheangabe, hier kann man nichts machen. Ja, jeden, den ich hochschalten kann, habe ich hochgeschaltet, aber... Irgendwie können wir hoch runter gehen hier, toll. Einen Absturz machen hier, Andreas. Ja, wir sind in der Nähe von Mannheim irgendwo hier. Wir haben einen richtigen Kurs hier, 7,3, aber trotzdem krieg ich hier nichts angebacken mit dem scheiß Autopiloten.
alles drin. Ah, bin ich jetzt niedrig hier. Hier sind wir in den Mannheimer Bergen. Und wir fliegen hier eine Strecke ab von Mannheim weg. Das ist ein bisschen hoch hier, dass wir die Landschaft ein bisschen genießen können, fliegen ein bisschen tiefer jetzt. Mal gucken, wer gleich hier umspringt. Mit euch, weil wir so schön hier am Rheinland fliegen. Immer so ein bisschen hier landeinwärts. Mit der King hier. Beach King hieß sie, glaube ich. Und rechts sind wir ein paar Ortschaften mit kleinen Dörfern und links sind wir eine größere Stadt. Vor uns Berge. Aber wir können tiefer fliegen. Ja, hinten sehen wir ein bisschen Rhein. Über uns sind Wolken, unter uns Berge, Landschaften, Hügel. Ja, mal gucken, wie weit wir noch zu fliegen haben hier. 5 Meilen, nautische Meilen. Und mal gucken, ob wir es hinkriegen, so. Dass wir die Route komplett abfliegen. Mal was anderes. Mit mehreren Kurven drin. Ja. Die Landschaft sieht schon mal gut aus. Wir fliegen mal ein bisschen tiefer, dass wir ein bisschen mehr von der Landschaft sehen. Wir müssen langsamer werden, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Das ist nicht so gut, wenn man das Flugzeug so lange belastet. Ja, schöne Berglandschaft hier. Dahin fliegen.